Hi, ich bin's Luca vom Sutter Outdoor Shop und heute möchten wir euch was vorstellen. Ein Pouch, welches gefüllt ist, welches wir auch immer dabei haben, und zwar zum Thema Kochen. Auf allen Trips und speziell jetzt, wenn es wieder kälter wird und der Winter naht, haben wir immer ein vorgepacktes Pouch dabei. Durch das Molle-System kann man das natürlich immer super variabel an jeden Rucksack befestigen. Bei diesem Modell, das ist übrigens das Helikentex Canteen Pouch, können wir sogar noch unseren Gürtel hier mit reinhängen. Was wir immer dabei haben und wie das Pouch immer gefüllt ist, zeige ich euch jetzt. Wie ihr seht, haben wir in dem Pouch relativ viel Stauraum. Das Canteen Pouch von der Helikentex ist genormt auf die Nalgene Flasche oder auch auf die Tritan Bottle von Helikentex. Eignet sich natürlich auch hervorragend für den Helikentex Camp Cup, denn der hat denselben Umfang wie die Tritan Bottle. Der Camp Cup kommt mit einem Mesh-Sack, welchen ich jetzt oder wir umfunktioniert haben, als kleinen Packsack. Wir haben hier diese Einschweißbeutel, in welchem jetzt Tee und Zucker abgepackt ist. Dann haben wir nochmal ein Päckchen mit Tee drin. Dann haben wir die CV300 Campinggas, was, wie ihr gesehen habt, auch hervorragend in dem Camp Cup mit rein. Hier drin habe ich ein Stück Zewa reingetan, weil, wenn ihr das Zewa raustut und ihr tut die Kartusche einfach so rein, habt ihr bei jedem Schritt das Klackern. Und das kann ich überhaupt nicht leiden. Deswegen einfach ein bisschen Zewa mit rein tun und schon klackert es nicht mehr. So, wir haben dann also unseren Camp Cup, wo ordentlich was reingeht. Das sind, glaube ich, knapp 800 Milliliter. Dann haben wir den Deckel. Der Camp Cup besteht aus Aluminium, ist ultra leicht. An den Griffen an der Seite ist eine Gummierung, sowie auch am Deckel, damit ihr euch nicht die Finger verbrennt. Dieses Modell nennt sich Twister Plus, hat knapp eine Brennleistung von 3000 Watt und bringt 1 Liter Wasser in unter 4 Minuten zum Kochen. Das Besondere bei Campinggas ist eigentlich dieses Easy-Click-System. Ihr kennt es von anderen Gasflaschen, die kann man aufstechen teilweise. Manche haben Drehgewinde, wie die von Optimus. Und Campinggas hat einen ganz einfachen Klickverschluss. Ihr drückt die nur rein, dann hört ihr es klicken und schon ist es befestigt und dicht. Ihr müsst nur drehen an dem Rad und schon könnt ihr loslegen. Optimus hat eine schlaue Idee gehabt, und zwar gibt es ein Untergestell für die Gaskocher. Funktioniert für mehrere Größen. Das ist jetzt die mittlere Größe. Funktioniert aber auch natürlich für die Gaskartuschen von Optimus oder größere von Campinggas. Universell. Spannt hier nur eure Gasflasche ein. Und schon habt ihr deutlich mehr Stabilität. Wenn ihr dann euren Becher gefüllt habt mit Wasser, steht ihr natürlich deutlich. Wie ihr seht, haben wir relativ viel nützliche Sachen in dieses Pouch hineinbekommen. Hat alles ein sehr kleines Packmaß. Wir haben jetzt hier unseren Gaskocher, der uns Wärme liefert. Wir haben hier unser Gefäß, um Wasser abzukochen, zu desinfizieren oder auch um Essen oder Trinken zuzubereiten. Und wir haben hier nochmal zwei Getränkezusätze. Und das alles in einem kleinen Pouch, welches voll gepackt kaum Gewicht hat, überall Platz findet am Rucksack und für uns auf jeden Fall zu den Top 5, welche du immer dabei haben musst, gehört. Wenn euch unsere kurze Erklärung zu dem Thema Kochen und was wir immer dabei haben gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über ein Abo, und der Link zu den einzelnen Artikeln ist wie immer unterhalb der Videobeschreibung. Vielen Dank und bis bald.